So, gefrühstückt habe ich, auf Toilette war ich, jetzt geht weiter mit Folge 29. Ja, und das wird, soweit ich weiß, eine relativ geile Map, also optisch und so, also wie die aufgebaut ist, finde ich so ultra geil. Aber es wird halt leider auch eine sehr komplizierte Map, heißt also, ich werde mich häufig verlaufen und wir werden die meiste Zeit wahrscheinlich nur rumrennen, obwohl ich nicht weiß, wohin. Ja. So. Und ich habe meinen Kopfhörer lauter gemacht. Das Ungeheuer ist. So. Da war doch gerade ein Imp, der mich hier abschießen wollte. Ich lasse die erstmal machen. Nein, bitte. Da. Wo ist eigentlich der Blaue? Der Grüne. Ich hatte nur noch einen grünen Freund. Oder ist er jetzt instant gestorben? Digga, von wo denn? Hä, von wo konnte mich denn gerade ein Wellen nicht abschießen? Das war doch gerade gar keine Schussbahn. Ja, hier war doch alles gerade voll ruhig. Und wo ist mein grüner Freund? Ah, da ist er ja. Okay. Leute, da müssen wir mal nennen. Wäre schön, wenn ihr euch mal um ihn kümmert. Leute, schon mal weg da. Bleiben einfach stehen, Alter. Haben die keine Gefahrenerkennung oder was? Achso, da hatte gerade hier einen Texturenfehler, aber ist einfach nur eine Stufe. Ah doch, okay, der Revenant ist tot. Oh! Leider fehlt noch ein Revenant. Wow. Also, du bist doch mal. Ich könnte diese scheiß Revenant abschießen, aber das Problem ist, von hier aus kann ich nicht. Wow. Ja, krieg ich selber wieder Schaden. Weil ich kann halt nicht schräg hochschießen. Geht halt nicht. Das ist so dämlich. Mann, ich wollte anvisieren. Warum geht das mit der Plasmawaffe nicht? Okay, suche ich mir einen anderen Weg. Kann ich sie von hier aus erreichen? Hat er gerade was mit Hentai gesagt? What?
Boah, Alter, das gibt's doch gar nicht, dass man. Kommst du, Papi? So, jetzt müssen wir die ganzen Imps hier abknallen, Alter. Ja, bleib stehen. Alter, ey, soweit kann ich gar nicht zielen. Oh, erstmal alles rauslocken. Ach übrigens, ich habe herausgefunden, warum wir nur noch 200% Rüstung hatten. In dem Moment, wo man diese Waffen aufnimmt, diese Waffen mit dem Bug da, wo ich gesagt hatte, ist verbuggt immer noch. Wenn man die Waffen benutzt, dann wird dieses Armor auch neu gesetzt und dabei aber bis maximal 200% gesetzt. Heißt also, die haben uns, obwohl wir sie nicht gebraucht haben, ja, quasi 500 Rüstung, 55% Rüstung gekostet. Ist natürlich nicht so geil. Boah, Alter. Ich bin da noch genau rein. Was ist denn da jetzt da hinten? Hallo? Ich meine mal Julia. Nein! Mann. Ist doch. Boah, du Scheiße! Boah, Alter! Nöse! Ist aber gut hier. Revenant auch noch. Kacko die mal weiter. Ach, Scheiße! You bitch. So, hier muss ich rüberspringen. Oh nein, nicht das. Ich gehe lieber wieder. Tschüss. Macht euren Scheiß doch alleine. Gut. Okay, naja, dann gehen wir mal da rein. Ich hoffe mal, wir werden nicht gleich komplett hier ne, filetiert und frittiert und pioniert. Paniert? Pioniert. Wow. Pioniert, das stolz auf mich. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr, was uns hier erwartet. Also, was uns hier erwartet, weiß ich. Da kommen hoffentlich Monster. Aber es gab hier irgendwie so einen Rückzugspunkt. Aber ich weiß nicht mehr, wo der genau ist. Wow, das war schon mal scheiße. Boah, Alter, Leute, muss doch hinten gewesen sein, oder? Boah, Alter, warum kann ich hier nicht langlaufen? Scheiß Bäume. Sträucher. Ah, genau, so war das. Ja, heißt also, hier kann ich lang. Okay. Dann kommt jetzt das Ganze nochmal, wenn es geht, ohne überall hängen zu bleiben. Ich bin schon wieder bei hängen geblieben. Es sind einfach zu fucking viele. Und meine Leute kommen auch nicht hinterher. Ich bin der gefickte Fisch. Wann? Dass das noch überall hängen bleibt. Ah, kommt mal alle schon her.
Alter, ich werde schon wieder überall hängen, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so scheiße überall hängen bleiben? Das war doch fast gut, verfickte Scheiße. Nein! Oh, Alter, ich werde schon wieder. Ich habe vor dem Hagel geschlagen, bin weggerannt und der konnte mich trotzdem noch beißen. Das ist wirklich so realistisch, das ist quasi Virtual Reality. Echt, Mann. Das ist. Nee. Doch, Mann, ich bin nicht überall. Ich fick dich. Ich aktiviere gleich Noclip. Wenn es so weitergeht. Oder schießt einfach alle ab. Okay, schießt alle ab. Klar. Nee, funktioniert nicht. Schön, wenn man einfach überall hängen bleiben kann. Wenn das nicht scheiße wäre, wäre es geil. Kommt nicht weiter, oder was? Guck mal, von wo aus er mit beißen kann. Ich habe das 3 Meter weit weg. Was für Zähne haben die Viecher eigentlich? Die haben einfach so als Zahn so ein Lasso. Eckzahn, Flieg und Sieg. Da wird ja jetzt dieser komische Hell Knight. Alter, hier auf Gegner zu warten, ist echt ein Krampf. Hallo, Herr Hell Knight. Bitte kommen. Ah, da kommt er. Sehr schön. Kann die Party endlich mal losgehen hier? Mann, ey. Nein. Jetzt geht's mir langsam hier. Was ist denn hier los? Das wäre ja zu blöd. Ja, ganz ehrlich. Der kommt wieder durch. Ey, ich liebe sowas. Wenn die Gegner immer genau dann sterben, wenn der hintere schießt. Das ist wirklich. Also, wow. Das ist Timing. Hat doch gerade nicht mal geschossen, oder? Na komm.
So, mindestens 4 bis jetzt noch kommen. So lange bis sie kommen, müssen wir hier leider warten, weil auf dem offenen Feld können wir sie nicht betreten, da wir überall hängen bleiben. Geht ja nicht. Ich versuche aber erstmal die Imps hier zu erledigen. Die sehe ich natürlich von hier aus wieder nicht. Doch, sehe ich. Aber. So, 3 habe ich gezählt, der muss ja noch irgendwo sein. Oh Mann, ey. Da ist ja noch einer. Oh Gott, und Imps. War das nicht 2 Imps, die da gerade geschossen haben? Okay, das scheint es gewesen zu sein. Oh Mann, ey. Ja, die Stelle hier habe ich schon immer gehasst. Die Idee ist eigentlich cool, weil es wird doch atmosphärisch und total geil, aber das Problem ist, du bleibst hier einfach überall hängen. Das ist das Einzige, was ein bisschen schlecht gelöst ist. Die hätten diese. Die müssten diese Hitboxen von diesen Bäumen immer viel schmaler machen. Und zwar so, wie eigentlich der Stamm ist. Und nicht einfach wie der gesamte Strauch da oben ist. Ich weiß nicht. Alter. Manchmal reicht ein Headshot, manchmal nicht. Das Spiel ist sich aber auch nicht einig. Kann das sein? Okay. Also immer zweimal schießen. So, es war eine riesige Verschwendung an Munition, aber gut. Mindestens sterben wir so nicht. Ah ja. So, hier ist jetzt tricky. Auch wieder so eine Scheißstelle. Hier muss ich mal gucken, ab wo das nochmal war mit dem. Ist das hier bereits? Ja, wo, ach, Herr Schimpel, hier ging ja alles runter. Ja. Okay, wir brauchen also eine Strategie, und zwar eine gute. Also wisst ihr was, komm ganz ehrlich. Das sollte eigentlich funktionieren. Digga! Jetzt krieg ich auch noch Fallschaden. Thank you.
Ja, tatsächlich falsch an. Das ist der Nacht. Kommst du mal her? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Muss ich mich auch noch beeilen. Ja. Okay. Wie haben wir das hier gemacht? Achso, komm, wir nehmen einfach wieder die hier. Nein, ich meine die hier. Wie ging das auf? Muss man da rüber gehen? Ja. Ach man, ey, so dumm einfach hier. Achso, war der Fallschaden. Ma, Alter. Ah, und jetzt keine Ahnung, wie wir das hier machen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Nee, Quatsch, das ist viel zu schwach. Und ich treffe damit selber. Nee, viel zu schwach. Ich muss also doch bei der hier bleiben. Haben wir noch eine andere? Okay. Was macht die? Okay. Wäre das vielleicht eine Option? Ist auch zu schwach. Gut. Nein. Ist noch einer übrig? Oh ja. Da waren noch drei übrig. Digga, wieso hat man zwei Stück? Ich hatte die BFG für mich eine stärkere Erinnerung. Oder muss ich so schräg bleiben? Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich mach jetzt die anderen Leute. Oh.
keiner überlebt. Ach Gott, ey. Das Spiel mag mich nicht. Also zumindest dieses Level hier. Aber es ist halt das, was ich meinte. Wie gesagt, optisch ist das Level ultra geil, aber es ist halt auch leider ultra schwer. Und das mit Überleben Tactical Mode, das ist... Da kannst du quasi nur verlieren und musst praktisch einfach versuchen, so wenig wie möglich zu verlieren. Ist er hier so? Ah ja, das ist auch noch ein Schalter. Okay. Aha. So, damit hätten wir die erste Karte. Karte. Den ersten Skull. Okay. Ja. Unsere Leute sind wo genau? Jetzt sagt mir nicht, dass unsere Leute alle bereits tot sind hier. Na doch, sind sie. Die sind alle Geschichte. Ah ne, da lebt sogar noch einer. So, eine Frage ist, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Wir haben jetzt was Gelbes bekommen. Das ist was Blaues, soweit ich weiß, genau. Wow. Achso. Aha, unser blauer Freund liegt also auch noch. Wow. Da war eine Lücke? Da war eine Lücke. Okay, also das war schon mal die falsche Richtung. Wir müssen. Gucke ich erstmal hier weiter. Hä? Nee, Kosovis. Guck mal, von hier kamen wir doch. Das ist jetzt ein bisschen, tricky. Da hinten ist was Gelbes. Wir müssen also erstmal geradeaus und dann aber uns rechts halten. Rechts! So, hier, oh, hier lang, denn... Ah, okay. Also hier scheint aber richtig zu sein. Jawohl. Na komm her. Sind hier zwei von uns da unten oder was? Ah, okay. Nummer 1 hat überlebt, dann gehe ich mal zurück, um zu gucken, ob das zweite auch noch überlebt hat. Zumindest teleportiert er sich nicht zu uns. Ne, scheint also bloß der Blaue überlebt zu haben. Na gut. Da kommen wir mit. Nein! Jetzt ist er eiskalt am Fallschaden gestorben, oder? Das ist doch behindert. Dass sie auch immer überall runterspringen müssen. Aber ist jetzt so viel gestorben hier? Oh Mann, Alter. Inkompetenz. Alle hier bleiben. Du bleibst hier. Sind das die anderen? Du bleibst hier. Oh Gott, wie kann man so dumm sein? Wie kann ein Spiel so behindert sein?
gibt auch noch. Sehr schön. Alter, der hat doch locker über mich drüber geschossen. Das ist das Problem, wenn man immer neu lädt, dann weiß man nicht, welcher Gegner man schon erledigt hat und welcher nicht. Aber der andere ist schon tot, oder was jetzt? Ach nee, der war ja woanders. Jetzt drücke ich wieder von dem Plasmatypen Schaden. Okay, alle hier bleiben. Da kriegst du echt zu viel. Wo bin ich jetzt so? Mann, ey. Na komm. So, noch irgendwas hier? Gut. Ja, das habt Leute, ey, ihr müsst, ja. Naja, stack das mal fest. Hampeln die vor den rum, ohne irgendwie Anstalt zu machen, mal abzudrücken. Also, ich lasse sie erstmal da, wo die sind. Die sind mir einfach nur nochmal zu dumm. Ganz ehrlich. So, hier wird es jetzt richtig heftig. Hier kommen wieder diese beiden Typen, Splash-Typen. Okay. Hey, wo war denn der Schalter? Weiß nicht, welche Schalter ich drücken muss? Oder warum sind, das, sind da zwei Gitter? Boah, jetzt hab ich alles aufgenommen. Nein, nein. Junge. Das ist nicht witzig. Wie ging dieses scheiß Tor auf? Müsste es doch Gitter geben. Schalter. Nee. Also muss ich mit denen kämpfen. Das wird auch wieder Horrorcore. Wisst ihr, einer von denen würde schon reichen. Aber nein, natürlich gleich wieder zwei und natürlich auch von zwei Seiten. Ich hatte doch jetzt irgendwas gefunden, wie wir die Dinger austricksen können. Aber genau das finden wir wahrscheinlich erst wieder, wenn es zu spät ist.
Eigentlich kann man auch auf Glück spielen. So, wie öffne ich jetzt die Tore? Ah, okay. Also die öffnet sich, wenn die Viecher tot sind. Ist ja auch nett. Das letzte war jetzt leider Verschwendung, aber gut. Ich glaube, damit kann man leben. Ach, klar, schießt gegen Baum. Okay. Ah, du kannst auch bleiben. So, jetzt geht's zu den Blauen. Jetzt wird spaßig. Erstens kassiere ich hier wieder Fallschaden. Das war nicht ganz wenig. Ach komm. Nee, man. Das ist ja. Man kann es auch übertreiben. Ich glaube, für den Bossfall brauche ich jeden einzelnen Prozent Leben. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Boah, Alter, hätte fast geklappt. Ey, Mann, das ist doch immer scheiße hier.
Okay. Ja, es ist so. Also, ich will sterben. Einfach mal sterben. Also ich muss sagen, wie gesagt, Brutaloom an sich ist wirklich ultra geil. Das Problem ist, man merkt halt an vielen Sachen, also dass dieses Damage war, das ist sowieso egal, ob jetzt wir lesen Taktilmut oder nicht, es hat einfach Flash Damage, habe ich gerade nur vergessen. Nee, aber allgemein halt. Du merkst halt an vielen Sachen, das Spiel an sich funktioniert, es ist aber immer nur darauf ausgelegt, dass du den normalen Schwierigkeitsgraden spielst. Bei diesem Tactical Mode, da funktionieren manche Sachen einfach, da ist manche Sachen halt nicht mehr ausgeglichen. Weil klar, wenn du selber durch einen Schuss erledigt wirst, ist das realistisch. Wenn du Gegner durch einen Schuss erledigst, ist das auch realistisch. Aber wenn du eine Rakete abfeuerst und die halt schräg nach oben feuerst und du praktisch nach hinten hin, hier diese Austrittsgarde, diese brennbare Garde, diese Ausschussflamme, vielleicht auf den Boden gehen. Du darfst instant Flash-Schaden, Splash-Schaden und so bekommst. Das ist halt dann nicht mehr so realistisch. So. So sollte das eigentlich ablaufen. Ah, und damit haben wir das Level dann auch geschafft. Und ich glaube, das nächste Level wird noch gekloppter. Aber das ist dann eine Sache für die nächste Generation. Ach Gott, schau mit V.